Einen wunderschönen guten Abend. Ich war losgelegt, schon werde ich hier gedisst. Vielen Dank. So, ich wechsle hier mal kurz in den Chat. Moin. Ich muss das da hinten dran machen, sonst wäre es dunkel gewesen. Goody. Bin nicht lang rumgehackt. Wir fangen an. Und genau. Live-Szene ist da. Hab ich ihn aus dem Leit in die. Hä? Dann hat er vielleicht nicht. Also das verschieben. So, wo geht's? Wo da? Ja. So, Moment. Ganz kurz umschalten. So, das hier ausmachen. Moment, noch nicht. So, okay. Laut gerade. Kamera ist gleich wieder da. Ich muss nur kurz hier was umstellen. Deswegen haben wir kurz, ganz kurz Schwarzbildschirm. Können wir was ausprobieren? Haben wir letztens mal eingestellt. Sehen, wie das funktioniert. Ah? Aber das ist noch ein bisschen instabil. Ich mache das aus. Geh mal an. So. Sieh mal, es funktioniert. Muss ich gut ausmachen. Haha. Da. Das gleiche Experiment. Oder? Ach, da. Ja! Blödes Raustappen. Bringt ihr wieder alles? Jedes Mal, wenn ich meinen Controller anmache, geht Steam an. Ohne Frechheit. So. Danke. Das können wir dann anmachen. So versammelt ihr euch vor mir. Hungrig, verzweifelt. Drückt eure Kinder an euch. Ja, ich. Mache ich dieses Wochenende. Okay, hier haben wir das Problem. Doppel anmache. In die Kamera. Okay, es funktioniert noch nicht. Muss ich ein bisschen einstellen. Ich will ein bisschen am Design rumbauen. Moment, ich schalte die kurz mal um. Das hier. Malbildschirm. So. Und. Begeben. Jetzt wieder normal. Nachladen. Doch nur eine. So. Ja, wie gesagt, das Paket hat ein Problem. Ich finde einfach keine passende Packung. Das wäre schon längst bei dir. Das ist beschissen, weil es ein ganz doofes Format hat. Hallo, Katharina. Vielleicht. Mal gucken. kurze Erklärung, was ich hier gerade gemacht habe. Ich habe den String gedoppelt und da packe ich dann den Hintergrund mitgelaufen, weil ich wollte ein bisschen am Design was erweitern. Da das Thema mal da doppelt drin wäre, gibt es ein Performance-Problem. Das heißt, ich muss vorher meinen PC umbauen. Macht wieder Spaß. Aber sonst wird das Ende richtig schön nice aussehen. Wow, ist es laut. So, wo haben wir denn aufgehört? Hinten das Pferd? Nein, ich muss so ein passendes Paket finden. Ich habe ein paar da, letztens wieder was bestellt. Mal gucken, ob ich was Passendes drin habe. So. Fleckenwichte. Bestiarium. Ach ja, wir wollten ja vorher noch, bevor wir das hier weitermachen, machen wir noch eine andere Quest. Das hier? Ja, ist der Meister? Das, genau.
Geh an den Auswahl. Weingut stattfindet. Dritter Dienst. Ich kaufe einen Lader. Geh mal zu unserem Haus. Wo haben wir noch gerade? Wir haben ein Haus geschenkt bekommen. Da war ich noch gar nicht. Ja, nicht schlagen. So, wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Covo Bianca. Bianco? Wie auch immer. So, da ist mein Haus. Mit Leichen. Halle. Und Hund. Hallo, Hund. So, gehen wir hier runter. So, nee, hier ist Weinkeller. Drüben. Kram hier drin. Formula E, der war ja eine echt unordentliche Sau. Frauen und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Ich hab noch was zu tun, bevor es dunkel wird. Das war sexistisch. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibili und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Warte, keine Bezahlung. Mir geht's gut. Deswegen sind wir ja auch hier. Sonst wäre man, wenn ich nicht, mir nicht gut gehen würde, würde man nicht sitzen und streamen. Ach übrigens, Salomon, falls du mitbekommen hast, es ist ein neues Witcher angekündigt worden. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Geht's? Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er. Monsieur Boulius. Okay. Der hat's ja in sich. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Sieh nur, Herr. Dein Gut in all seiner Pracht.
Neblig. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Keine Wahl. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Ja, verdammte Pöbel, arbeitet gefällig. Schlafen könnte tot sein. Baron Rossell hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Desto besser werden sie. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanera an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Ganz egal, wie stark der Mann ist, was er versucht hat, das Eis zu retten. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Majorans? Okay. Ich habe eine Tochter, weißt du? What? Heiratsfähiges Alter. Was sprichst du mich an? Weib. Du bist Angestellte. Oh, geh weg. Du verrannst der Pissnäcke. Was? Du bist gefeuert. Ab bei den Kopf. Sieht nicht so schön aus hier. Monsieur Beaulieus' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Ich wüsste gar nicht, was ich mir so viel Hektar machen soll. Wäre das zu viel. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Persönlich.
Ganze dein Steckenpferd. Frauen, meins. Nein. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plätze. Oh! Auch Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Der Keller, voilà. Unter Monsieur Boulius wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist. Vielen Dank, Barnabas Basilius. Und die ganzen Leichen. Gucke krumm, das war's auch schon. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Bitte folge mir. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Dienst. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Jo, hau rein hier. Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Komm raus an. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. 5000! Uff! Ich muss darüber nachdenken. Ich verstehe, natürlich. Wie die geschätzte Herrin Evie Nibili so passend sagte, manche Dinge sollte man nicht überstürzen. Gut, und Gelände? Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Jo, hau rein, ja. Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompagny hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Jabuga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Cool, hau rein. Gut, bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? Was weiter? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber später über Renovierungen sprechen. Ich möchte dich was anderes fragen. Natürlich, Herr. Was willst du mich denn fragen? So. Okay, gucken wir mal hier rein. Wenn wir schon beim Renovieren sind.
Wenn wir... So, nehmen wir Schleifstein rein. In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Ich habe keine 1000 Groschen mehr. Hm. Ah. Weißt du was? Es ist vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt dafür. Nimm dir so viel Zeit, wie du... So, dann gehen wir mal. Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. So, raus da, ja. So, warte mal, ich hab meine Kiste hier. Trophäen, what? Sorry. So, das hier ist... Das kann ich alles verkaufen. Ich gerade. Oder ich kann es aufhängen. Also bald, gucken wir mal nach. Ah. Ah. Was ist das für einer? Da hätte ich das Bild. Okay. Ziehen wir mal weiter. In eine Stadt. Bin langsam unterwegs, aber naja. Auch ein Verkäufer, er. Wut lässt dich springen wie ein Böckchen. So, das heißt, die nächste größere Stadt ist hier. Brauche einen Waffenschmied. Dahin. Problem. Kann passieren. Nur noch einen Typen, der mir genug Geld bezahlen kann. Also pleite. So, da, ich wollte hier hin. Wäre also da, ich komme. Das ist ein bisschen näher dran. Und ein bisschen. So, dann nehmen wir den. Der Norden muss schrecklich barbarisch sein. So eine Kacke. Eh. Bin hier auf einen exquisiten Platz. Ist keine Kacke. Du hast Probleme? Hol dir einen Hexer. Gut, dass du gekommen bist. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Daubry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Geschlossen? Wir sind den ganzen Tag geritten. Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Warum? Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft. Ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Jo, rein. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeig es dir.
Ach ja, das. Oh je. Hier ist es, unser ganzer Stolz. Reginaldo Brie. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm, und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert Was? Und geprüft. Was? Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Fuck. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclair entworfen. Hm, beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Oh Gott, das will ich, hör auf. Ihn nicht für sich wollen. Ich will ihn nicht. Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Ja, hör auf! Harten Zeiten. Alter! Gut. Es muss einfach. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Ein trockener Blutfleck. Alter Fresse. Warum? Warum? Wieso mache ich das überhaupt? Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Alter, hör auf. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Es wird alle. Oh, meine Güte, ey. Man kann den Fluss nicht mit einem Stock unterdrehen. Geben ihm Rabatt, setz dich damit er ihm die Röcke färbt. Ich muss nur kurz zum Dings rübergehen. Und ernsthaft, was hat der Dieb dir dann gleich gerieben und gegessen, oder was? Ah, oh, Mann. Ich hab eindeutig den... Ich brauch einen neuen Job. Hand vom Mund. Covid. Man kann den Fluss nicht mit einem Stock umdrehen. Setz dich, glaub ich. Hexer sieht ja gut aus. Sehr gut. So, gehen wir kurz zum Schmied. Was für ein Typ. Ich mach mir glatt in die Hose. Bitte nicht vor mir. Ist mir unangenehm. Ihr könnt suchen und auswählen, solange ich da bin. Sobald ich die Bude geschlossen habe, seht ihr mich erst nächste Woche wieder. So. Wo bist du? Was euch oben. Nur zack zu verscherbeln. Der beste Stahl Toussaint. Sieh nur selbst. Will ich kein Stahl? Ich will ein Geld. Zeig mir, was du hast. Oh.
alles weg. So, hier. Inventar. Was ist das? Achso. Betäuben, Adrenalin, Chance. Hab ich noch Werkzeug? Oh ja. So. Ich hab hier viel von dem Kram. Reparieren, genau. So. Ein paar davon. Alles nicht so geile Waffen. Hier auch nicht. Besserung. Wir sind ja durch. Lass mich Platz machen. Sehr schön. Sehr schön. Deshalb brauche ich es nicht. Ja, das ist jetzt hell. Das ist meins, was ich jetzt gerade habe, besser. Handwerk, Reparaturen zu legen, brauche ich gerade nicht. So. Leb wohl. Nicht doch. Bis dann. Wenn ich gerade hier bin, kann ich gleich wieder was anbauen. Da. Alkohol! Ach, brauchst du nicht, ist aber egal. Aber hierfür nichts, da haben wir auch nichts. Sehr schön. So, ich habe so viele Punkte eigentlich, die müsste ich euch schon verteilen. 28, Jesus. Oh, komm. Laut. So. Dann wird auf. Hiervon noch was. Ich geh's immer gut. Chemie. Ja, warum nicht? So. Einzeln mit. Den hier. Schaden. Perfekt. Und ich ausgegeben, ja. Junge, Junge, Junge. Habe ich noch hochwertigeres? In. Genau. So. Nein! Da bleiben. Hab ich reingetan. Was mache ich denn? Alles noch nicht richtig. Das
hier rein. Der packt da rein. Rüsten. Was? Ah, ich brauche Punkte. Goodie. Suchen wir uns mal den goldenen Sack. Jesus Maria. So, wo ist es? Geruchstechnisch? Hier. Da lang. Da lang. Ist das nicht toll hier? Wein in Strömen, Ruhe und Frieden, herrliche Aussicht. Ah. Ich stehe immer gegen und dann ging es. Bruch ist so schwer zu sehen. Hurra! Hey, da ist er. Der Geruch führt zu dieser Tür. Alter. Ich jetzt. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Tut's mir nicht. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Nackt, klar. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst... nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen! Ich habe mein Schwert. Ganz ruhig, ich will nur reden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Nö. Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Hör mit dem Mist auf, Hugo. Du hast Reginald die Hoden geklaut, das ist schon klar. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist natürlich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda, einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Oh, geh nach Hause, lieber. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause.
Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht heimgeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Noch bist du nicht aus dem Schneider. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Was du nicht sagst. Du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen. Wie sieht's aus? Soll ich schwindlig werden? Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Vielleicht kann ich sie dir noch einen Tag ausleihen. Was sagst du? Das sind mindestens noch 3 Nummern. Abgemacht, Kollege. Nun. So, hauen wir noch einen Tag rum. Das ist das, was ich ja gesagt habe. Offenbar war es als der Hexer den Sieger. Und einmal Tag und Nacht und wieder Tag. Jetzt ist Tag rum. Hier ist doch umgefallen. Ich bin zurück. Psst, nicht so laut. Du wächst sie noch, dann wird sie noch mal. Wer denn? Rosalinda? Luisa, ihre Cousine. Die ist unersättlich und unerschöpflich. Und ich völlig alle. Etwas zu gut? Wie war das? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Beim letzten Mal ist mir fast die Pumpe explodiert. Hier, nimm du die Hoden. Möge Majoran dich mit Kraft segnen. Du wirst sie wohl brauchen. Nein, 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 nein! Wie bitte? Diese Narben und dann der Blick. Das riecht ja köstlich. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Arbeit veredelt. Aber Müßiggang macht wirklich. Au! Ja, da lang. Oh, mit der Spucke drauf, dran kleben, haben wir es wieder. Schöne Melodie. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen. Das sind sie! Wahrhaftig! Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs nicht. Haus. Lieber nicht. So.
Eingeben. Das hier mal. Interessant aus. Warte mal, Nebenquests. Oh. Wo sind deine Manieren? Nicht hier. Die laufen gerade weg. Oh, so ein Pech. So, okay, musst du dahin? Aber komm ich da runter oder muss ich mal rein? Ich glaube, das ist falsch. Und doch, das wird. Bitte. Oh ja. Mir zittern die Hände. Beweg dich. Ich kann nicht mehr das Werkzeug halten. Ah. Entschuldige dich. Nein. Oh. Oh. So, jetzt gehen wir da lang. Um unser Glück, ob es in die Richtung geht. Irgendwie kann ich angezeigt, warum auch immer. Ah. Karte. Okay, wenn ich gerade ausgehe, komme ich lang, alles klar. Komm schon! So, hier runter. Das. Wow, wie, wo, was, wer? War das? Langsamer. So, und gehen wir mal runter schwimmen. Kalt sein. Mit. Was haben wir hier? Was bist du denn? Ich wandle auf dem Wasser. Genau wie. Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Okay. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Aber keiner ran, nur machst du da? Wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig.
Du musst mir zuerst beweisen, dass du würdig bist. Die Inschriften auf diesen Steinen beschreiben die fünf Tugenden: Tapferkeit, Ehre, Weisheit, Mitleid und Großzügigkeit. In deiner Zeit in Toussaint kannst du beweisen, dass du diese Tugenden im Herzen trägst. In dieser Welt hier gibt es manche in Not, und du kannst deine Ritterlichkeit zeigen. Okay. Manch der seinen Wohlstand nicht mit anderen teilt, kann als gut bezeichnet werden. Großzügigkeit ist für ein Leben in Würde und ein Streben in Frieden unabdinglich. Okay. Hoppla. Es gibt viele Wesenszüge, die wahre Natur des Menschen abbilden. Mitgefühl unterscheidet den Menschen vom Tier. Wer mit seinen Nächsten fühlt, der ist dessen Unglück nicht einerlei. Er wird sich immer für die Schwachen und Unterdrückten einsetzen. Ehre kann man nicht kaufen. Sie kann auch nicht verkauft werden, da ihr Wert den aller Schätzen der Welt übersteigt. Doch man kann sie verlieren, und wem das geschieht, dessen Name ist in aller Ewigkeit beschmutzt. Ein wahrer Ehrenmann steht hinter dem, was er tut, stellt sich jeder Herausforderung und verachtet die Lüge. Okay. Weisheit ist eine Tugend, nach der man ein Leben lang streben sollte. Nie ist man so weise, als dass man nicht noch weiser werden könnte. Und der Weise weiß dies. Wir sollten auf unserer Reise durch das Leben nach weisen Entscheidungen streben. Das sind nicht die Entscheidungen, die uns das Leben einfach macht. Meist trifft das Gegenteil zu. Aber sie machen stets bessere Menschen aus uns. Das ist nicht der Bullshit, den sie suchen. Alle gelesen? Hab ich, glaube ich, gelesen. Hoppala. Auch schon gelesen. Tapferkeit allein macht noch keinen guten Menschen, doch wie viele Feiglinge sind gute Menschen? Wer tapfer im Herzen ist, zögert nicht, sich gegen die Mehrheit zu stellen und Konsequenzen zu ertragen. Okay. Ein paar aber schon getan, aber nicht alle. Interessant zu wissen. So, hau ab. Alter Plätzer! Hoppa! Okay, dann kann nur einen geben, ist eine Sache, die man so nebenbei macht. Vater weiß es eben nicht. Okay. Wo ist das? Verlassene Städte. Da kann man mal reinigen. Ah, da drüben ist alles klar.
einfach. Unkraut jeden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, gehen wir zu den anderen hin. Komm schon, Plätze. Ich mal weg, sonst irritiert ihr mich die ganze Zeit. Hin. Lauf, Plätze. Tal und Berg und alles hinüber. Nicht so schnell, Plätze. Entschuldigung. Hilfe! Helft uns! Bitte, helft uns doch! Halt ihn hier rum. Hilfe! Helft uns! Bitte, helft uns doch! Was ist denn hier los? Monster! Monster, dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Unser Bruder! Der ist noch da drin! Hilf uns, hol ihn raus! Wir zahlen auch dafür! Natürlich, das tun wir. Ich kann reingehen, aber nicht umsonst. Wie viel würdest du nehmen? Über 50% mehr. Also 50 Golddublonen mehr. Ein vernünftiger Preis. War das euer Aushang wegen der Eskorte? Ja, das war er. Und nicht ohne Grund, wie es scheint. Nach ein paar Tagen ohne Interessenten haben wir die Expedition alleine riskiert. Wir waren Dummköpfe. Wir hätten Geduld beweisen und warten sollen. Armer Hugo, ob er heil davonkommt? Ja, das werden wir sehen. Was hat euch denn angegriffen? Was weiß ich? Wir sind gerannt, so wie der Boden erzitterte. Zum Ausgang. Nur Hugo ist in die andere Richtung gelaufen. Es kamen also Monster aus dem Boden? Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn, welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewands gepflückt haben? Hugo ist da drin, in schlimmer Gefahr, das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Naja. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Letzter Angriff war fies.
So. Twitter. Nein. Da. Auf einmal triggert, das ist nicht gut. So. Feuer empfindlich. Weißer Honig? Okay. Deswegen war ich schnell tot. Thank you.
Halt! Da haben wir den Typen irgendwo? Wer ist da? Ich spüre für ein Hugo. Wo ist ein Hugo? Da. Ah, Teile von ihnen. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Blutspur. Hugo könnte verwundet. Die Klinge brauche ich nicht. Das Blut ist sogar noch feucht. Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Glück gehabt. Brauch nicht. Blut nicht so aus, ob er noch irgendwie was war. Ach doch, da ist er ja. Hey du. Bist du Hugo? Deine Brüder schicken mich. Bastarde, Gauner, Hurensöhne. Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monar. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monar. Berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt. Und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Was ist mit dem letzten Teil? Hast du es gefunden? Nein. Ich weiß nur, dass es hier in der Höhle ist. Vermutlich unter Wasser. Es ist mir sehr unangenehm, aber da ich verletzt bin, würdest du es holen? Ja, dann passt. Gut, kann ich machen. Aber du musst wissen, dass ich nicht viel zahlen kann. Dachte ich mir. Brenn erst mal Cognac, dann kriege ich Rabatt. Versprochen. Warte hier. Ab in die Suppe. Mann, ist das heiß. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. Los, raus, 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 raus. Was? Wo? Was? Vielen Dank! Bin ich vor... was? Guten Abend, ich kann Namen nie vorlesen, das ist echt blöd. So, Einfall. Ist noch was Zeug hier? Ich muss eigentlich haben. Und Gorgo. Werwolf. Gut, dann brauchen wir halt einen. Ist doch egal.
Ja, das ist New Game Plus. Letzte DLC. Dann packe ich die, soll man sagen, letzten 8 Stunden vielleicht noch. Hab ich mehr oder weniger gerade angefangen. Mehr oder weniger. So, das ist gut, ja, ja. Todesrun oder normal? Todesrun versucht, hab ich gleich gescheitert. Bin mich auch normal. Wo zur Hölle ist jetzt dieses Hitzeresistenz? Okay, hol den Tanner aus dem See. Ja, ja, ich brauche diesen. Einfach. Ah, so, nicht ganz so hart. Ist doof? Nee, ist einfach nicht. Liz? Da bin ich so nicht. Der Handschwanz, lecker. Pfeffer. Bekan. Corvo. Hab ich's nicht. Warum hab ich's nicht? Warum was bin ich angezeigt? Alchemie. Ach, ich bin doch doof. Ich habe nach einem Trank gesucht, nicht nach einem ein Zeichen. Wow. Ja, ich bin doof. So. Wow, hier ist Rose vergraben. Ach, da ist es. Knochenstelle? Cool, Geld. Nach oben, nach oben. Oh. Raus, 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 raus. Autsch, autsch, autsch. Ich habe das fehlende Teil gefunden. Das hat dein Vater gut versteckt. Oh, fantastisch. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komme drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Verprügeln! Verprügeln! Warte! Sieh mal da, meine Brüder! Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Bin ich Luke Skywalker? Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Ha, wirst du mich beschützen? Ich bring doch wegen eines Familienkrachs um ein paar Ersatzteile niemanden um. Wir gehen darüber. Und dann redet ihr drüber und begrabt den Streit. Aber wenn sie angreifen, beschützt du mich. Ja? Wenn sie unprovoziert angreifen. Gehen wir.
bist du wohl auf? Wir haben uns Sorgen gemacht. Warum glaube ich das nicht? Hör mal, uns ist klar geworden, dass dieser Krach völliger Unsinn ist. Idiotisch. Dir hätte wer weiß was zustoßen können. Das hätten wir uns nie verziehen. Lucien hat recht. Wir müssen das Kriegsbeil begraben und zusammenhalten. Wie Vater es wollte. Ihr sagt, ihr habt gute Absichten. Aber was ist mit diesen Männern? Das sind Jäger, die ihr Lager in der Nähe haben. Sie haben uns gesehen und gefragt, ob wir ihre Hilfe brauchen. Du warst ziemlich lange da drin. Mit diesen Männern wollten wir dir zu Hilfe kommen. Na okay. Schön. Gut zu wissen, dass ihr euch jetzt vertragt. Ich muss dann wirklich weiter. Natürlich. Deine Bezahlung. Wir danken dir für deine Hilfe. Wenn du mal in der Nähe bist, komm in den Schlauberger. Superber Cognac, einer der besten. Mach ich. Bis dann. Das war nett. Gut. Nächste Quest. Offenbar eine Lebensquest hier. So, wer ist der Meister? Schau, am schönsten machen wir später. Papierkrieg. Ach, du Gott. Ach, stimmt, hier ist das auch noch. Wusste ich. Nehmen wir das hier. Und das ist wo? Natürlich in der Stadt. Und nichts in der Nähe. Dann gehen wir zu diesem Gutshof. Dort aus, dann weiter. Ach, Laden. No, God! Komm schon, Plätze. No, God, please, no! 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 Lauf, Plätze! No! Das jetzt? Hab ich irgendwie enttäuscht? Oh, hi! Synchro! Zu bieten. Aua. Aber dass die Klopenriesen ausgestorben sind, tauche ich ganz schön wieder auf. Da ist noch Gedärm. Ich glaube, ich hab's nicht. So, jetzt. Nur noch keinen. Na egal. Gut, gehen wir zu Lorin. Noch ein paar rote erkünden. Langsam, langsam. So, was haben wir denn hier? Was ist denn? Okay. brauche ich Geisteröl?
Wo ist mein Geisteröl? Da. Zeig mir, was du zu tun hast. Wow. Vampire, die war hier, glaube ich. Ja. Boink. Das war doof. Unangenehm. Unangenehm. Da krieg mal hin. So muss er mal. Davor mach mal einen Speicherpunkt. Los, los! So ist gut. Ah, falsch. So. Alles speichern. Warum nicht? Achso, ist gespeichert. So, jetzt kommt Vampirsuppe. So, diese. Nein, check, ich fand das gut. Oh. Gut, dann muss ich so gehen. Auf. Thank you.
Das ist ungünstig. Na gut, das verschieben wir mal. Gerade keinen wirklichen Plan gegen die habe, außer fett zuschlagen. Gut, gehen wir weiter. Gutshof. Du erschreckst meine Kinder. Nein, ein Pferd, kein Kind. Komm schon, Plätze. Weiter so, Plätze. Also diese Brücke musst du gehen. Die Harpchen haben hier ihr Nest. Ich nicht mehr. Hey. Oh, ist sogar ein Wegmarkierer. Ja gut. Los, kommt hier keiner? Ich will sie nicht von euch ausholen. Gut. Alles kleine Sions. Zum Teufel, das war Krach. Was? Durst. Du, Herr, bist ein Hexer? Derjenige, den die Herzogin bestellt hat? Schuldig im Sinne der Anklage. Und du bist jemand, der was von mir will. Du kannst ja Gedanken lesen. Weißt du, diese Höhlen hier sind erstklassige Weinkeller, wie von den Göttern für den Eigenbedarf geschaffen. Groß, trocken. Leider wohnen ein paar Monster drin. Ein Hellseher! Die Götter seien gepriesen, ein Hellseher. Was ist?
Hilfst du mir? Kommt auf die Zahl. Vielleicht helfe ich. Vielleicht auch nicht. Kommt auf den Lohn an, den du zahlen kannst. Na, du bildest dir ja kräftig was ein. So viel habe ich nicht. Dann nehme 50. Wir sind uns schon fast einig. Okay, 50. Wir sind uns schon fast einig. Ausreger, alter Sack. Wir sind uns schon fast einig. Gut, ja, einverstanden. Ich kümmere mich darum. Angesichts der großzügigen Belohnung, die ich voraussehe. Ja, klar. Großzügige Belohnung. Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. Weihnachten, weil wir müssen Geld haben. Ach, Geld, das war random. Das hat mich einfach überrascht. Ach, hier ist schon so gut. Okay. Honig. Dann ist vorne, da ist das. Ja, normale Bombe, Relikte und okay. Essen, Punkte, Miete, Fluchte, Tabuline, Geister. Boah, ich hab ein extrem schwaches Reliktenmüde. What? Aufarbeiten. Ohne Schweinerei. So, Bombe. Au.
kleines Ding. Naja. Aussage erfüllt. Problem gelöst. Der Glumar in der Höhle wird dich nicht mehr belästigen. Superb! Ich habe ein Lagerhaus gewonnen und du meine Dankbarkeit. Und das Geld. Bis später. So. Ja. Punkt. Genau. Ich mach. Lazarus Schlauberger. Mein Name, ey. Spucken. Ehrlich. Mann, ich muss vielleicht kacken. Vielen Dank für diese Information. Mich hinführen. Ach, den anderen Eingang nehme ich an. Okay. Das riecht ja köstlich aus der Fasanerie. Was ist unser mit Herzogtum sollte drei Fasan? Ganz bestimmte Farben in der Flagge führen. Rot, weiß und passt rot. Auf. Das ist also Geschäftserfolg? Der Cognac geht weg wie geschnitten Brot. Lauter zufriedene Kunden. Es war Vaters Wunsch, dass wir zusammenarbeiten. Was ist das denn hier für eine Unruhe? Warum tut denn niemand? Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexermeister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob. Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, Hallo. Aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Was krieg ich denn dafür? Was? Willst du denn haben? Eld, Moneten, pinke, pinke. 50? Willst du mich verarschen? 60, bitte. Die Summe kann ich nicht aufbringen. Willst du mir keinen Rabatt geben? Anlässlich des Turniers. Einverstanden. Wow, bist du eine arme Sau. Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob. Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Arsch! Dann krach, bumm, als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich Jetzt. Weiß genau, was du meinst. Schönen guten Nacht, Hademann. Wir sehen uns dann nächsten Tag wahrscheinlich. Oder morgen. Morgen ist wieder Stream. Morgen Abend irgendwie Mittag, Spätabend, Spätabend, Mittag rum. Je nachdem, wo wir zurück sind. Jo, dann. Hm.
Gute Nacht. Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Gut. Dann hören wir uns mal um. Warte du, was, wie, wo, achso. Arm rein, ich raus, oder wie? Hätte ich bloß Geld für einen Arm. Hätte ich bloß Geld, damit du die Fresse hältst. So. Nichts zu hören. Ich sollte mich trotzdem umsehen. Heulen alle rum. Das wie? Oh, oh. Spuren? Spuren. Zertrampeltes Gras und eine Pluderhose. Diese Art von Stöhnen hat er sicher nicht gemeint. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Geh mal tiefer in den Grabkammer. Platz. Da. Vielleicht kommt der Krach von Grabräubern. Man weiß es nicht. Ich sollte bis zur Nacht warten, um es rauszufinden. Wenn man nötig. Blöde Furz Bruce wollte uns wieder betrügen, aber dieses Mal kommt es nicht damit durch. Nimm eine Hacke und eine Scharfe und statte unseren lieben verpflichtenden Anführer einen Besuch ab. Ihr Katzenvisage war schon zu Lebzeiten ein schlimmer Anblick. Bloß in Gedanken daran ist jetzt anzuschauen, sie jetzt anzuschauen, krieg ich die blutige Scheißerei. Nimm die Juwelen und Perlen und sonstiges Kostbarkeiten, die der Klappstuhl Bruce ihr ins Grab geworfen hat. Oh, und hi, Rally, schönen guten Abend. Kamera ist kurz aus, kommt nachher wieder. Die der Klappstuhl Bruce ihr ins Grab gelegt hat. Oh, und wenn du dieses Milchbrötchen auf dem Friedhof siehst, dann brich ihm den Hals. Robin. PS, scheinbar hängt der Kerl seit Selinas Tod am
Oh, Leomurus Friedhof rum und heult den Mond an. Ich gehe jetzt jeder wieder ein. Ist kein Problem. Wenn du jetzt erst kommst, ist auch schön. Immer schön, eine bekannte Person zu sehen. Ich gehe jetzt jeder wieder ein, dass er den Schlüssel zu der Truhe bei sich hat, den wir zusammen mit dieser Schlampe begraben haben. Vielleicht können wir sein Leid ein Ende setzen, wenn wir ein jämmerliches Leben im See ersaufen. Wenn er sich nicht schon selbst ertränkt hat. Okay, dann machen wir mal Nacht. Katharina muss ich auch noch rumhängen irgendwo. Warte, das wollte ich gar nicht. Da ist ein Camp. Und Chaos ist so ganz halt irgendwo in der Gegend. Von daher. Jemand ist immer da. Wo ist der Ausgang? Abgeschlossen, natürlich. Oh, Moment. Achso, das spielen wir eben. Das wäre gerade Illusionswand. Illusionswand. So, nein, das nicht. Ausgang. Katakomben sind manchmal echt beschissen. Ah, hier. Ach, natürlich. Folge einfach dem Pfeil. Und die Wegpunkte. Aber naja. Warum kompliziert, wenn man es auch noch komplizierter machen kann? Verdammt. Da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Das wird. Egal. Und hier kommt also der Krach. Keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Okay. Das ist laut. Jemand sauer, so wie es aussieht. Ah, da. Und links natürlich. Nee. Wissen. Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Hier? Louis de Corentin, gestorben am Sankt Soatan-Tag. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Zerbrochen? Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Hier ruht Margot de Corentin. Keine Monster, keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Dann gehen wir mal weiter runter. Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Okay. Will mich jemand ärgern? Da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Verstecken.
Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft. Pfui. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst. Geil. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Nur wenn du bis der Tod entscheidet. Worüber streitet ihr denn eigentlich? Schieb ab! Das geht dich nichts an! Ich könnte euch vielleicht helfen. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Quint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht! Es war ein Scherz! Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den De Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Ach, Gottes Willen. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn, tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwindkarten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nichts zu tun! Gottes Willen. Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Ich muss darüber nachdenken. Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Wonach er unverzüglich hinzufügte. Wieder die Nerven. Nein, halt! Oh, wenn es schon sein muss, dann bring mich doch bitte an einen erfreulichen Ort. Ist mir einerlei. Wohin willst du? Zum Grab meiner Mutter, auf dem alten Friedhof vor der Stadtmauer. Ein reizender Fleck nahe am Seeufer, mit ganz außergewöhnlicher Flora. Außergewöhnliche Flora. Wo genau ist das Grab? Unter den Armen einer Kastanie. Auf dem Grabstein steht ihr Name, Micheline Belle-Rose. Dass ich nicht auf Mama gehört habe, als sie mich vor diesem Lump gewarnt hat. Ah, endlich Ruhe. Gut. Wow.
gehen wir rüber zum Grab. Das beste Mittel gegen das Biest. Das ist der Ort, den Margot erwähnt hat. Wo ist denn das Grab? Unter einer Kastanie, hat Margot gesagt. Nee, das ist eine Nicole. Thomas Moreau. Eine Inschrift in älterer Rede. Erlösung liegt nicht in Dolnefte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Elend. Halt, Mann, ich kann alles erklären. Okay. Caroline ist gerade hier. Aber fick, was verstehst du unter Besch... Okay. Kein Kommentar dazu. Ja, die Leute waren richtig ausgetobt. Darf ich jetzt gerade lesen? Und hier Thomas, beim Kartenspielen gestorben. Okay. Schauspieler, Sänger, Frauenheld. Wenn ich sage, habe es die Leute einfach nicht mehr ausgehalten. Okay. Micheline Belrose. Das ist es. So, das war's. Bon, Pugnar, Moral, Fetisch. Wichser. Okay. Knackig, eingängig. Kämpfte an vielen Fronten, kehrte dann in den Schoß der Heimat zurück. Oh, kein dummer Spruch, ich bin enttäuscht. War Frosch. Ist hingefallen. Okay. Autonome de Hautemer. Starb auf der Suche nach dem gelobten Land. Arnaud Apanique. Dieser gefährliche Mörder ist dem Gesetz langen Zeit entkommen, gab in Gefangenschaft wegen Steuerhinterziehung. Ist eine Anstellung auf Al Capone? Gut, gehen wir uns mal Zeug holen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann hebst du dein Kleid? What the hell? Es gibt an allem immer eine gute Seite. Nur nicht die gute Seite. So, müssen wir mal runter hier, geht's runter. So, genau hier. Moin. Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen. Wie du wolltest. Louis, bist du da? Arschke. Ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut, du willst es nicht anders. Ich habe nicht reingelegt, ich habe keinen Schimmer, wo die Karten sind, aber ich denke mir was aus, bestimmt. Ich hab's. Dieser Schwertschmied Tontin, den habe ich beim Quint mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert, fein gearbeitet. Ich starb, ehe ich es holen konnte, aber du könntest es haben. Sag ihm einfach, dass Louis de Corentin dich schickt. Schön ist besser als der verblichene Louis de Corentin?
Das könnte tatsächlich problematisch sein. Aber wenn... Wenn? Genau. Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Sie ist felsenfest überzeugt, dass er keine Karte mehr anfasst. Wenn sie erfährt, dass er immer noch spielt, dann kommt er in Teufelsküche. Danke. Oh je. Dann gehen wir mal zu den Schwertmeister und holen uns mal unsere Belohnung. Hier, umrübst. So ein Biest hat wohl auch niemanden, mit dem es mal einen trinken kann. Glaub ja nicht, du könntest hier machen, was du willst. Ich hab nicht vor. Der beste Stahl Toussaints. Sieh nur selbst. Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! De Corentin ist tot. Wer bist du? Sein Bruder? Sein Liebhaber? Louis hat nichts dergleichen erwähnt. Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat, die Sucht zu überwinden. Sie muss ein wahrer Schatz sein. Ach, diese Arschgurke. Ich wollte es doch wieder über den Kamin hängen. Jetzt, wo Louis die Radieschen von unten zählt. Aber es muss wohl sein. Hoffentlich was wert. Na gut, das Schwert ist dein. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehre zurückgewinnen. Ein paar Ründchen um Geld vielleicht? Nein. Und deine Frau? Hast du keine Angst? In meinem Haus habe ich das Sagen. Frauen sind machtlos. Außerdem ist meine Frau gerade bei ihrer Schwester in Belhaven. Also, spielen wir... Das war ein Zufall. Nein. Nein, danke. Ich passe. Verflucht nochmal. Nein heißt nein. Ich bettle nicht drum. Dein Nachsehen. Alles Gute. So, Inventar. Was das geil ist? Kannst du wieder haben, das Schwert. Das kann ich haben. Ei, der Daus. Ein Heck. Zeig mir, was du hast. Oder mal, zeig mal der Wache, was ist das? Zeig mir, was du hast. Und letztes Mal verkauft. Genau, verkauft. Gut. Leb wohl. Nicht doch. Bis dann. Mag ich noch eine Belohnung abholen? Dies ist Buckley. Hey da! Pass auf, wo du hintrittst, Armleuchter! Nein. Der Kurtisane ist wie ein Rattenfänger. Nützlich, wenn die Muschi. Ein Hexer! Wir sind Hackfleisch! Okay. Diese falsche Windelstute, Anarieta. Wie soll das Schicksal fertig? Hallo, ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur oh drehen brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Quasi. Nein, es war nur ein Ehekrach. Was? Sonst nichts? Aber sie haben gebrüllt wie aufgespießte Iltisse.
tut mir leid, dich mit so einer Bagatelle zu belästigen. Hier, nimm dies als Entschädigung. Danke. So, dann gehen wir raus. Hier findest du keine Ahnung. Na, na, Vorsicht! Hier findest du keine Arbeit. Jedenfalls keine bezahlte. Und diesen schönen Ausblick beenden wir das auch heute. Zeit ist um. Ich habe morgen leider ein bisschen was zu tun, deswegen geht es heute nicht so lang. Genau gesagt, bis jetzt. Dann schalte ich mal um. Gut, also. Wir sehen uns dann morgen. Abend. Genau weiß ich das noch nicht, aber dann macht man endlich mal an dem Bild weiter, was schon seit einer Weile hier rumliegt und ich nicht dazu gekommen bin, weiterzumachen, weil immer wieder was zwischengekommen ist. Gut, dann haut rein. Wir sehen uns dann auch morgen. Und viel Spaß. Ansonsten, wir können mal gucken, wenn mir jemand da ist, dann kann ich vielleicht darüber schicken. Stream. Ja, die habe ich gar nicht geradet. So, ich schicke jetzt mal zu Power Games. Und schreiben. Nettes Pärchen. Lass einen schönen Gruß da. Und wir sehen uns dann halt, wie gesagt, morgen Abend. Und Red steht gleich los. Gut. Ohne größere Umschweife. Bis morgen. Ciao, ciao.